Tag, Sportsmann, euer Görki am Start. Ja, hier bin ich aus meinem Home Gym heute mal, aus meinem Schlafzimmer. Und ja, eigentlich wollte ich gar kein Video machen. Ich habe so einen fetten Pickel auf der Nase. Sehe eigentlich aus wie Nashorn, aber der kluge Görki hat die Idee gehabt, sich mal so einen Abdeck-Pinselstift zu kaufen. Und jetzt geht's. Die schönste Nase habe ich halt momentan nicht. Egal, heutiges Thema, und zwar bin ich im Fitnessstudio drauf gekommen. Ich hatte jemanden angesprochen und hatte mich gefragt, wie er am besten sein Armtraining nochmal verbessern kann. Also sprich, die Schwachstelle Arme nochmal ausmerzen kann, und er hatte den Vorschlag, einen extra Armtag zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Arme ist so ein wehleidiges Thema, was ich leider auch habe. Mein Bizeps ist nicht der allerstärkste, muss ich ganz klar sagen. Und da ist einfach auch so, dass die Belastung bei jedem anders anspringt. Man kann es natürlich versuchen, mit dem Zusatz Armtag zu machen, dass man wirklich einmal die Woche extra die Arme extrem belastet und dann dafür beim Rückentraining und auch beim Brusttraining dort den Trizeps bzw. den Bizeps dann weglässt, ja, wie man das sonst macht, wie beim Synergistentraining, weil viele haben ja im Split sozusagen nach einem harten Rückentraining oder nach einem harten Brusttraining einfach nicht mal die Power, vernünftig nur mal den Bizeps zu trainieren oder den Trizeps. Das ist natürlich eine Möglichkeit, das dann da wegzulassen, alles auf einen Armtag zu legen. Ich persönlich bin nochmal eher der Fan von einer höheren Frequenz. Das heißt, dass man beim Synergistentraining, also sprich beim Rückentag, wirklich den Bizeps noch mit ein, zwei Übungen belastet. Beim Brusttraining ebenso den Trizeps hinterher mit ein, zwei Übungen. In dem Fall, wenn man jetzt wirklich eine Schwachstelle hat beim Arm. Und dann eventuell, wenn halt ein Tag Pause dazwischen ist, beim Beintraining hinten nochmal eine Isolationsübung für den Bizeps oder Trizeps dranpackt. Ja? Also sprich, Bizeps ist ja eher eine recht kleine Muskelgruppe. In dem Fall denke ich, das merke ich halt auch, dass die Regeneration immer etwas schneller abläuft. Das heißt, man kann in meinen Augen Bizeps auch alle 24 Stunden belasten, also wenn 24 Stunden Pause dazwischen sind, ja. Und da muss wirklich jeder das für sich selber mal ausprobieren und testen. Da kann man nicht pauschal sagen, mach einen extra Armtag oder hau das nochmal hinten dran. Ich habe bei mir jetzt gemerkt, dass die höhere Frequenz, also öfters die Woche den Bizeps mal rannehmen, besser ankommt als einmal richtig hart, ja. Und das meine ich damit, da muss jeder mal drauf achten. Und aus dem Grund, weil ich auch mal beobachte, dass viele den Bizeps tatsächlich relativ falsch trainieren. Viele sagen natürlich jetzt so, Görk ist ja jetzt hier nicht so der mit dem fetten Bizeps, was will er mit Tipps geben? Ein Punkt ist halt auch die Genetik beim Bizeps, ja, das ist jetzt so ein, ja, holt mal alle für mich mit, aber wir können es mal bei meinem Arm beobachten und schaut mal meinen Bizeps, ja, es ist natürlich nicht der heftigste, nicht der krasseste, jetzt seht ihr aber hier diesen Abstand, ja, diesen Unterarmabstand zum Bizeps, das heißt, hier ist ein relativ großer Abstand von bestimmt 3-4 Zentimetern, ja. Und das ist halt was, was scheiße aussieht, ganz ehrlich. Von der Genetik her ist das nicht dieser runde Bizeps, den man haben möchte. Und diesen Bizepsansatz aber, der hier unten bei mir relativ, ja, beziehungsweise bei mir relativ weit oben ist, den kann man einfach nicht ändern. Der ist genetisch vorgegeben, ja, dieser Unterarm- und Übergang zum Bizepsansatz. Also hier der Ansatz ist festgegeben. Das heißt, es gibt natürlich welche, die haben den tollen Bizepsansatz etwas weiter unten und kriegen natürlich auch besser dann die Rundung und den Peak raus. Ich weiß, das ist jetzt so ein heute mal für mich mit Thema, aber es ist tatsächlich so, dass man den Ansatz des Bizeps halt nicht trainieren kann. Ja? Und auch der Peak entwickelt sich bei dem einen oder anderen gut, ist relativ rund, bei dem anderen wieder langgezogen. Das heißt, manche Dinge kann man einfach auch nicht groß verändern. Ich habe da auch mit zu kämpfen. Dementsprechend möchte ich euch aber hier am Ende des Videos nochmal eine Übung zeigen, die in meinen Augen wirklich eine der besten Bizepsübungen wirklich ist, um auch den Bizepskopf zu treffen. Und deswegen schaut nochmal rein. Ich improvisiere hier mal ein bisschen, und zwar habe ich hier eine ganz normale Hantelbank, ja, das ist so eine Kurzhantelbank, wo man sitzen kann, die man auch verstellen kann, und ihr stellt die mal nicht ganz senkrecht hin, sondern so leicht gebeugt, also leicht schräg, kein Plan, wie viel Grad das jetzt in etwa sind, und wir machen die Konzentrationscurls, ja, einfach aus dem Grund, weil wir halt einfach am besten auch die Schulter rausnehmen und den Bizeps super isolieren können. Und da sehe ich immer viele, die das falsch machen, die dann wirklich hier sich nur mit den Ellenbogen abstützen, hier am Trizeps, also zwischen Trizeps und Bank noch relativ viel Fläche haben. Und genau hier können wir halt den Bizeps perfekt isolieren, indem wir uns wirklich richtig hier gegendrücken. Das heißt, ihr bildet mit eurem Körper, wenn ihr das im Studio macht oder auch zu Hause, gegenüber der Bank so ein wirkliches Gegengewicht. Das heißt, ihr drückt euch jetzt mit dem Trizeps extrem dagegen und lasst euch leicht nach hinten fallen, ja? Also, dass ihr wirklich hier diese Fläche komplett mit dem Trizeps ausgefüllt habt
und dann wirklich den Bizeps richtig schön isoliert. Das heißt, ihr drückt euch richtig dagegen, lasst euch nach hinten fallen, der Trizeps schön angespannt auch, der Bizeps natürlich mit einer Vorspannung und haut euch richtig sozusagen mit dem Ellenbogen in den Trizeps schön in die Bank. Und dann habt ihr schon eine schöne Vorspannung drin und dann geht ihr hoch runter, ja. Ich mache das Ganze mal vor. Das ist nicht so viel Gewicht, das sind nur 12 Kilo. Das heißt, ihr fangt fast in der Streckung an mit dem Arm, ja. Das sehe ich auch mal nur so halbe Bewegung. Und jetzt geht ihr so schön langsam runter, Handgelenk leicht nach innen gewölbt und geht ganz langsam hoch, so weit wie ihr kommt. Wichtig auch beim Hochkommen, dass ihr jetzt hier nicht weggeht von der Bank, sondern immer noch dran bleibt, ja. Ihr geht langsam wieder runter, fast die Arme gestreckt und wieder hoch. Schön langsam und drückt wirklich den Trizeps und den Ellenbogen richtig in die Bank. Und dann kriegt ihr eine richtig geile Spannung in den Bizepskopf. Ganz wichtig, wenn ihr es nicht mehr schafft von der Wiederholung, hier nicht nur die konzentrische, also nicht nur die überwindende Kraft beim Hochgehen mitnehmen, sondern hier ganz wichtig dieses langsame Runtergehen. Ja, schön langsam runter. Ich sag mal genießen. Beim Personal Training soll ich mal schön genießen, die Übung. Langsam runter. Und wenn ihr hier wirklich nicht mehr könnt, dann helft nochmal mit dem anderen Arm, mit der anderen Hand mit. Zieht mit hoch. Und runter geht's immer. Das heißt, exzentrisch könnt ihr wieder nochmal schön langsam genießen. Dann helft ihr nochmal mit beim Hochgehen. Und genießt nochmal beim Runtergehen, ja. Das heißt, viele vernachlässigen tatsächlich auch beim Bizeps-Training die exzentrische Bewegung, also die negative. Und wenn wir nicht mal hochkommen, können wir nachhelfen, ja. Ob das beim Langhantelkör ein bisschen mit dem Cheaten ist, mit ein bisschen Schwung. Runterkommen wir auf jeden Fall immer. Und wenn wir das Runtergehen richtig schön genießen, das Exzentrische nochmal, das können wir immer runterkommen, nämlich immer, dann haben wir nochmal einen extremen Reiz, den sicherlich viele von euch vernachlässigen und dann kommen wir da auch noch ein Stückchen voran. Ich bin aus Atem, hab mich heute den Bizeps auch schon gejuckt. In dem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen weiterhelfen mit dem kurzen Video. Macht es einfach mal nach. Bis dann, Gürtel. Ciao.